Tante werden die sicherlich auch ohne unsere Hilfe gefunden haben. Ja, und Tante Heidi ist garantiert schon wieder unten an der Bar, weil der Barkeeper angeblich aussieht wie George Clooney. Ich hab gewusst, dass unsere Zeit kommt. Sag mal, was ist denn jetzt schon wieder mit unserem Bett passiert? Basti, ich will das alles gar nicht so genau wissen. Eins steht schon mal fest, diese Hochzeit bleibt unvergesslich. Da sollte mal einer ein Theaterstück drüber schreiben. Ne, das würde nicht funktionieren. Das ist ja so übertrieben. Das glaubt mir doch kein Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. Kann das sein, dass wir uns eine öffentliche Toilette vermietet haben? Wir konnten da nicht raus. Ja, wer auch immer da drin ist, raus, dann auch direkt weg aus unserem Zimmer. Geh nicht über los. Das wird uns nichts über der Weg. Hau einfach ab. Hallo, was falsch? Mensch, Basti, wenn da einer verschreckt ohnmächtig geworden ist, wir müssen schon nachsehen. Hoffentlich hat Benny noch die Hose hochbekommen. Das ist ja nicht unmächtig. Hallo, wir kommen jetzt rein. Hallo? Keiner da. Und das Fenster steht natürlich wieder offen. Übrigens muss ich dir noch etwas ziemlich Ekliges erzählen. Ja, ich dir auch. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute machen soll. Ach, mach nicht. Meins ist morgen auch noch eklig. Meinst du, dann wenn eklig wäre, je länger ich darüber nachdenke? Dann sollten wir endlich zu dem kommen, was wir die ganze Zeit schon vorhaben. Endlich allein. Endlich allein wir. Eigentlich mach nur auf, wenn das Hotel brennt. Eva, es ist wirklich ganz wichtig. Papa, wenn es um das von vorhin geht, dann will ich es nicht wissen. Das, was ich weiß, reicht bis an mein Lebensende. So schlimm? Noch schlimmer. Nur rein. Ist ja nur unsere Hochzeitsnacht. Ich weiß zwar nicht, dass in unserem Kulturkreis noch Störungen und nicht der Schlafmann besteht, aber ich mache alles mit. Aber wir machen nur einmal im Leben. Ich störe wirklich nur sehr ungern. Ja, dafür umso öfter. Basti, ich verstehe dich ja. Hat Eva schon mit dir gesprochen wegen... Nein, hat sie nicht, wird sie nicht, wird sie niemals. Wenn man sich liebt, sagt man sich doch alles. Aber wenn du weiter geliebt werden willst, sagst du besser nicht alles. Und wenn du weiter lieben willst, dann fragst du erst gar nicht danach. Ja, mit dem Rezept bist du ja weit gekommen, Papa. Also, Eva, wenn du das von vorhin für dich behalten könntest... Papa, wem sollte ich das jemals freiwillig erzählen? So, was tut denn jetzt so geheimnisvoll? Oh, ich möchte hier nicht gesehen werden. Reinspaziert. Hier sehen Sie die Hochzeitsnacht, keine Wahr. Ich störe wirklich nur ungern. Ja, dafür umso öfter. Ah. Verstehe dich ja, Eva. Naja, aber sag mir mal, ich versuche mich in eine etwas schlichtere Betrachtungsweise hineinzuversetzen. Hat Sebastian schon mit dir gesprochen? Nein, hat er nicht. Wird er nicht. Wird er niemals. Aber Basti, wenn man sich liebt, dann erzählt man sich doch alles. Eva, wenn du weiter geliebt werden willst, sagst du besser nicht alles. Und wenn du weiter lieben wirst, sagst du erst gar nicht alles. Das hat Papa vorhin irgendwie andersrum gesagt. Aber lass uns stehen. Sebastian, wenn du das von vorhin für dich behalten könntest. Mutter, wie soll ich das denn freiwillig erzählen wollen? Oh, ich möchte hier nicht gesehen werden. Nein. Warum? Weil hier sehr viele aufs Klo gehen. Nun, an der Ausdrucksweise müssen wir wohl noch arbeiten, Kind. Mutter? Das ist so unwürdig. Ich weiß, Kind, es ist eure Hochzeitsnacht. Aber wir konnten uns unten in der Bar einfach nicht in Ruhe unterhalten. Dein Vater und Freddy laufen wie die Katzen.
abwechselnd um mich herum. Oh, und da habt ihr gedacht, komm, lass uns mal diese Pfade hochgehen. Da oben ist dein Edins los. Ja, also wenn du mich fragst. Mach mich aber nicht. Du hattest ja 3 Hochzeitsnächte. Wir hatten höchstens einen Auflauf wie von 3 Hochzeitsgesellschaften hier auf dem Zimmer. Und keiner auf dem Klo. War aber doch keine so gute Idee. Wie so manches andere auch. Immer nur drauf, Hannelore. Meinst du etwa, das ist einfach für mich? Immer laufen mir die Männer davon. Heidi, die laufen nicht, die rennen. Glaubst du vielleicht, mit einem Kerl wäre es einfacher? Meinst du, ich wäre immer glücklich mit Mäuseschnäuzchen, Freddy? Aber wenigstens hast du jemanden, der dich enttäuschen kann. Das ist ja furchtbar. Kann man sich denn hier nicht einmal 5 Minuten in Ruhe unterhalten? Willkommen in der Hochzeitsfeier. Oh. Ich will jetzt keinen sehen. Ach, Heidi, ab ins Bad. Nein, nicht ins Bad. Das sieht aber ganz schön rein. Lebenserfahrungen und wollten mit euch darüber reden, wie es ist. Moment, so, jetzt kann es weitergehen. Das war jetzt aber unhöflich. Ich entschuldige mich für das pflegelhafte Benehmen meines Sohnes. Naja, eigentlich haben die beiden doch recht. Ich bin eh nur mit, weil ich mein Mäuseschnäuzchen mit. Wer Mäuseschnäuzchen hat sich das vorhin aber nicht angehört. Sie hat sie doch vorhin noch recht grob behandelt. Und Sie nehmen das ohne Gegenrede hin? Es ist nicht nötig, den beiden zu widersprechen. Das tut es schon selbst. Naja, so ist das nun mal im Leben. Mal bist du der Hund und mal der Baum. Der alten Eiche, da liegen 3 Hunde begraben. Und der Bruch scheint mir noch recht zufrieden zu sein. Hallo, Sie, sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden? Also mein Leben läuft in geordneten Bahnen. Ja, aber solche Tage bzw. Nächte bringen mich doch an den Rand meiner Belastbarkeit. Aber ansonsten geht's mir gut. Auch finanziell. Haben Sie die Ringe an den Fingern meiner Frau gesehen? Von mir. Haben Sie die Ringe unter Hannelores Augen gesehen? Verstehe ich nicht. Das macht doch nichts. Weil Sie sind
sind vom Geist Helge so schnell, dass sie von der Intelligenz nicht mehr eingeholt werden können. Ich darf sowas ja sagen. Lieber im Stall eine fette Sau, als eine böse Frau im Haus. Es ist ja nicht alles schlecht an einer Ehefrau. Also ich bin froh, dass ich die meine habe. Wäre ich nicht froh, hätte ich sie ja auch. Jetzt aber ich eine immer als immer ein. Lasst mich der gute Erzengel sein. Ich geleite euch in das Paradies. Nicht hinaus, ab in die Bar. Okay, bevor das Ganze hier jetzt aufkommt, hol bitte deine
seit was auch immer im Bad und dann verändere deinen Status. Mein Status? Ja, werde zu einer entfernten Verwandten. Kinder, nur ganz kurz. Könnt ihr mir bitte einen Gefallen tun? Was denn etwa? Unsere Hochzeitsnacht unterbrechen? Es ist das letzte Mal. Versprochen. Könnt ihr mir bitte diese Nervensäge eine Weile vom Hals halten? Mama, Papa hat eine schwere Zeit hinter sich. Kannst du ihm nicht verzeihen? Ach, den meine ich doch gar nicht. Ich meine Freddy, sein Mäuseschnäuzchen und sein Geschleime bringen mich allmählich auf die Palme. Ja, das verstehe ich, aber wir können ihn da schlecht von eurem Zimmer abhalten. So langsam verstehe ich. Da ist wohl ein alter Bekannter im Spiel. Ach ja, dein Vater und ich, wir sollten uns vielleicht doch mal ganz in Ruhe unterhalten. Na, dann gehen wir mal suchen. Diesen Schleimfreddy konnte ich eh nicht leiden. Was hast du dir dabei gedacht? Leute, die Freddy heißen, arbeiten auf dem Rummel. Dann schaue ich mal, ob ich Mäuseschnäuzchen in die Bar stellen kann und dass du mir Tipps gibst, wie man Frauenherzen ersülzt. Zu haben.
Wo geht's also hin? Doch nicht jetzt! So ein Irrenhaus! Bruder Fred, du wolltest uns den Witz von der Frau mit dem frommen Büstenhalter erzählen. Bestimmt sehr schmutzig und vulgär. Aber angefangen, den Witz nicht zu Ende zu erzählen, verstößt gegen jede zivile Umgangsform. Ja. Jetzt erzähl diesen Witz, sonst bleiben die. Oder wir nehmen ihn mit. Ich erzähle den Witz und komm später nach. Ist das ein Kompromiss? Ja, ein Konsens. Jetzt erzähl diesen Witz. Was ist denn ein frommer Büstenhalter? Ja. Wollen Sie sich das wirklich anhören, Herr Pfarrer? Ja. Lieber ein unfrommer Witz als ein unwitziger Frommer. Also, ich erzähle. Es gab da also mal diese Frau, und der war nichts, aber wirklich gar nichts fromm. Außer ihr Büstenhalter. Immer wenn sie ihn hinten öffnete, fielen vorne zwei auf die Knie. Der war wirklich sehr schmutzig und sehr frauenfeindlich. Treffen wir uns doch später in der Bar wieder und machen dort weiter. Du weißt doch, dass Hannelore und ihr Mann früher immer Kurzurlaube in der Finca Romantica auf Mallorca gemacht haben. Es ist Nebensaison und sie haben noch Zimmer frei. Lass uns packen und verschwinden. Oh mein Gott, Mallorca! Lass uns in einer halben Stunde hier treffen, das ist unauffällig. Dann lass uns durchstarten, meine Mäuse. Ah, wage es nicht, Kleiner! Und so etwas kommt nie mehr vor? Versprochen. Keine Heidis mehr. Und keine Freddys mehr. Natürlich habe ich das mit dem Zimmer gemerkt, aber ich wollte es dir nicht zugestehen. Und deshalb habe ich mit den Schnöseln getauscht. Eigentlich war das ja sehr romantisch von dir. Dann bist du ja eigentlich quasi mitschuldig. Mitschuldig? An was denn? Ach, an unserem ganzen Glück, dass wir uns jetzt wieder haben, wenn auch auf seltsamen Umwegen. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und mein letztes Geld für etwas völlig Verrücktes ausgegeben. Du hast doch nicht etwa auf die Meisterschaft zum FC Augsburg gesetzt. Hör doch einfach mal zu. Auf unserer Finca Romantica sind noch Zimmer frei. Lass uns einfach verschwinden. Die Kinder werden es verstehen und die anderen können uns egal sein. Mallorca, oh, du bist wirklich verrückt. Das waren unsere schönsten Tage. Dort werden wir endlich allein und ungestört. Alle Freddys und Heidis dieser Welt sind dann unendlich weit weg. Wir treffen uns später bei dir auf dem Zimmer. Ich glaube, auf unserem ist gerade Freddy, was auch immer er gerade da tut. Oh, hallo, Frau von Herr Binger, lange nicht gesehen, nicht wahr? Wollen wir uns nicht endlich duzen? Jetzt, wo unsere Kinder vereint sind. Was? Wer ist vereint? Ja, duzen ist gut, jetzt sind wir uns ja auch alle irgendwie näher. Ja, näher vereint. Wir wollten, dachte du. Komm, Jochen, ich glaube, das war heute alles ein bisschen viel für dich. Ja. Bis demnächst, Gesine. Das kann man nicht sagen. Oh, das war ja jetzt peinlich. Puh.
Na, wirklich gut. Naja, es bleibt ja eine Familie. Das sind bestimmt die Kinder. Sag mal, wo warst denn du den ganzen Abend? Bescheid, du gehst mir auf den Weg? Läufst du rum? Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin so froh, dass du endlich da bist. Ich habe noch nie so was Aufregendes wie dieses Fest mit seinen ganzen Begleitumständen erlebt. Ich fand das am Anfang auch alles sehr suspekt. Nun ja, sehr schlicht. Aber diese Leute verstehen zu leben und zu feiern. Meinst du was Bestimmtes oder ist dir was Seltsames passiert? Na, nichts Bestimmtes. Ich verspüre nur so eine positive Unruhe, nicht wahr? Ja, ich fühle mich auch irgendwie zerschlagen. So als wenn ich auch körperlich ungewohnte Anstrengungen gehabt hätte. Ja, so geht es mir auch. Ich fühle mich auch ein wenig hüftlahm. Aber auch deswegen wollte ich mit dir reden. Wegen deiner Hüfte? Ja, im weitesten Sinne. Mir ist aufgefallen, dass wir uns in letzter Zeit ein wenig vernachlässigt haben. Du meinst nur die letzten 20 Jahre? Jetzt sei doch nicht immer so penibel und so genau. Ich habe mir das ausgedacht und darum wollte ich dich auch überraschen. Du machst dich ganz wuschig, was ist denn los mit dir? Wir müssen uns einander wieder mehr widmen. Und darum habe ich unser Zimmer gemietet und wir verlassen diese wilde Gesellschaft auf der Stelle. In einem paar Tage im Schweigekloster. Nein, wir fliegen nach Mallorca. In der Finca Romantica waren wegen der zerlegten Sonne uns ein Zimmer frei. Das ist ja vorgewählt, wie kommst du nicht mal in solche Adressen? Ja, die Gingers haben ja wohl früher ihren Liebesurlaub verbracht. Ich hab's gehört, als der Wiener es dem Fred unter die Nase gerieben hat. So, dort vermutet uns niemand. Endlich weg von all diesen Leuten. Obwohl, wir haben viel gelernt hier. Ich habe dich vernachlässigt, auch hier. Mir hat es an nichts gefehlt, auch hier. Dann lass uns aufbrechen. Die Kinder werden uns verstehen und die anderen können uns doch egal sehen. Ja, aber wenn wir jetzt jemanden begegnen, dann werden wir aufgehalten oder müssen lügen. Was hast du vor? Was willst du tun? Lass uns mir jetzt ein Ruprecht. Komm mit. Ich kündige.
Aber dann wird es ja hier endlich wieder richtig ruhig. Also erkläre mich für bekloppt, aber jetzt habe ich doch Stimme gehört. Vorhin sagtest du, dass an der Stelle die Betriebe drin und wir hören schon Gespenster. Lass mich raten. Außer dem offenen Fenster ist nichts zu sehen. Sieht fast so aus wie ein Schuh von meinem Vater, aber das ist ja Quatsch. Hast du gesehen, dass der Hotelflur wie ausgestorben war? Als wären alle abgereist. Du treibst wohl. Ich bin dafür Tatsachen. Die schafft man sich am besten selbst. Basti, so ernst und erwachsen willst du das Café? Den Ehemann? Ja, genau. Nimm die Dinge jetzt einfach selbst in die Hand. Aber sollten wir jetzt nicht endlich genießen, dass wir alleine sind? Du weißt doch. Endlich allein. Endlich immer wieder. Ach, hier sind wir doch nie allein. Eva, ich habe dir doch vorhin erzählt, dass ich wie ein Verrückter telefoniert habe. Bitte glaub mir, dass ich das wirklich alles nur für uns getan habe. Basti, das hört sich dramatisch an. Was hast du getan? Wir hauen hier ab. Wir verschwinden einfach, ganz ohne Worte. Das hätte die Welt was zu verstehen. Aber anderen können uns doch egal sein. Was immer es ist, ich bin dabei. Deine Eltern haben doch früher mal ein paar Tage auf Mallorca verbracht. Dein Vater hat mir erzählt, dass sie danach noch nie frisch verliebt waren. Stimmt, das war ein prima Hotel. Wie hieß das denn noch gleich? Finca Romantica. Obwohl, neben sie sollst, habe ich gerade noch so das letzte Zimmer bekommen. Basti, das ist so romantisch. Dann sind wir endlich allein. Endlich nur noch wir. Dann sind wir die endlich alle los. Komm, lass uns gleich verschwinden. Die Koffer stehen schon unten. Badest du noch einfach? Ja, aber eigentlich nicht bei mir selbst. Ich kann dir nicht ganz folgen, mein Kind.